Right, on that bar, starting from stage right, 41. Wie heißt das jetzt noch? Okay, leave that one now and come back to it. Zum ersten Male nach dem Kriege gehen die Berliner Philharmoniker wieder ins Ausland. Vielmehr, sie fliegen über die Luftbrücke nach England. Das Verladen der kostbaren Instrumente in Spezialkisten. Die 104 Philharmoniker stehen startbereit auf dem britischen Flugplatz Gatow bei Berlin. Wilhelm Furtwängler und Sergio Celibidache, zwei Dirigenten von Weltruf. Die Berliner Philharmoniker gaben in 14 Städten Englands Konzerte. Hier eine Probe in der Empress Hall zu London. Wilhelm Furtwängler dirigiert die vierte Sinfonie von Brahms. Dirigent des dritten Europakonzerts heute ist Bernhard Haitink.
Leiting, Sie haben ja beinahe vor allen großen Orchestern dieser Welt gestanden. Wodurch unterscheiden Sie sich eigentlich? Sagen wir zum Beispiel, also heute, die Berliner Philharmoniker von so einem Orchester wie dem Chicago Symphony Orchestra. Eine kleine Korrektur zum Anfang. Ich bin nicht so ein fahrender Geselle, dass ich alle erstklassige Orchester dirigiert habe. Ich bin immer ein Mann gewesen, der feste Beziehungen hatte oder als fester Dirigent, ständiger Dirigent oder als Gast. Aber die beiden, die ich genannt habe, die haben Sie beide dirigiert. Ja, Chicago eigentlich nur einmal. Einmal, ja. Und Berliner viel mehr. Ja, sicher. Und ich muss Ihnen offen gestehen, dass mein Herz mehr nach Berlin geht, nach Chicago. Das sagt natürlich nichts über das technische Können von Chicago, aber in Berlin spürt man eine gewaltige Motivation, eine musikalische Tradition, speziell in der Motivation. Man hat immer das Gefühl in Berlin, dass der letzte Puls so eben intensiv spielt wie die Konzertmeister. Und das ist eine ganz besondere Merkmal dieses Orchesters. Das kommt vielleicht wegen dieser Republik, wie Furtwängler schon damals sagte, nicht wahr? Diese Demokratie, wo jeder seine Verantwortlichkeit hat. Mich würde sehr interessieren, wenn Sie im Radio zufällig auf ein Konzert stoßen. Wissen Sie dann gleich, welches Orchester spielt? Das war einmal, wenn ich jung war, das ist so 40 Jahre her, könnte man noch Konzertgebäude, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker. Heutzutage ist das viel schwerer. Es wird mehr und mehr Unisex, was ich sehr gefährlich finde. Und ahnen Sie, wenn Sie ein Orchester hören, auch wer da gerade dirigiert? Noch naja, schwieriger. Na, das ist schwer. Ich habe da eine komische Erfahrung. Ich war damals in Chicago und kam spät am Abend ins Hotel und hörte einen fünften Tschaikowski. Und dachte, das ist wirklich sehr gut. Diese Amerikaner, die spielen doch wirklich sehr gut. Das war unbescheidenerweise das Konzertorchester unter meiner Leitung. Aber, wie das so im Leben geht, ein anderes Mal hörte ich ein Orchester mit dritte Brahms. Das ist scheußlich. Vom Dirigenten vom Orchester, das war auch ich. So, man muss sehr aufpassen. Nun hat ein Orchester wie die Berliner natürlich ein gewaltiges Repertoire. Das heißt, die Musiker haben, wie man im Deutschen so sagt, ein Werk drauf. Was bleibt Ihnen eigentlich angesichts der relativ kurzen Probenzeit an Möglichkeit, dass das Sacre oder Romeo und Julia nach Haitink klingt und nicht nach Abbado oder Barenboim? Das ist immer so eine Art Mysterium zwischen Dirigenten und Orchester, das auch ohne Worte den Klang eines Orchesters schon in 10 Minuten anders wird. Ich bin nicht darauf, eine spezielle Haitink-Interpretation. Ich glaube, man muss versuchen, zusammen mit einem Spitzenorchester die Partitur zurechtzuwerden. Das ist natürlich eine gefährliche Theorie, weil man vielleicht eine Art falsche Bescheidenheit, aber trotzdem, man muss immer arbeiten mit einem Orchester, wie kurz man auch hat. Wenn man gut arbeitet, bekommt man einen gewissen Klang, eine gewisse Einsicht. Und es ist furchtbar wichtig, dass die Musiker motiviert sind und musizieren wollen. Und dann, dass sie das Beste von Berliner Philharmoniker, das Beste von Stravinsky, das Beste von Tschaikowski geben. Die berühmte Kunst, nur die Noten zu spielen, wie sie da sind. Nein, da glaube ich nicht drin. Ich meine, nur die Noten, was sind nur die Noten? Eben. Es ist die Art, die Noten zu spielen, die Art, ein Ansatz bei dem Bläser, die Art des Espressivo Streichorchesters. Ein gutes Orchester, ein wirklich Spitzenorchester, hat einen eigenen Charakter. Und ein Dirigent soll niemals seinen eigenen Charakter kaputt machen. Anfang eine Spur mehr und dann weniger. Anders hört man das nicht. 18 und davor. Das ist 118. Ich würde noch einmal ab 121. Ja. Thank you.
einmal den leeren Takt ein. Steht eine Triole. Eins, zwei, drei. Jam, bam, balalam. Es sollte etwas breiter sein, glaube ich. Und klingt es ein bisschen, als ob Sie noch da sein wollen, dabei sein wollen. So. Versuchen Sie es einmal rhythmisch zu spielen. Es steht. Ja? 129. Ja. 129. 8, das kommt Peter, dasselbe. 1, 2, ja. Thank you.